So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen. Die Schmieden. Der Jucker ist gejuckt. Wir haben den gerade geerntet. Deswegen werde ich den neuen nochmal pflanzen. Aber dann haben wir, glaube ich, genug. Wir haben 24 Juckerpflanzen oder irgendwas. Und ich habe nochmal Cobblestone ein bisschen angesetzt. Hier läuft aber noch durch. Ich kann das hier nochmal abbrechen. Dann können wir da nochmal mehr reingeben. Dann kriegen wir so 100 auf jeden Fall, wenn wir wiederkommen. Dann würde ich heute, bevor wir... ich wollte gerade einfach runterspringen. Bevor wir anfangen zu bauen, würde ich... falsch? Da, danke. Würde ich sagen, wir gehen erstmal ein bisschen raus. Fahren eine Runde. Jetzt habe ich Pflastersteine mit. Ich meine, die finde ich auch unterwegs, nicht? Aber ich muss ja nicht den ganzen Scheiß mitnehmen. Wir haben schon so viel zu viel mit. Wir wollen hinten ja die Sache holen. Oh. Aua, 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 aua. Ich sterbe. Ah, Mann. Dumm. Es passiert mir immer wieder. Ich brauche irgendeine bessere Vorrichtung. Mann. In meinem richtigen Spielstand bin ich auch 3 oder 4 Mal einfach nur an meinen eigenen Stacheln gestorben. Man kommt da auch nicht raus. Das finde ich ein bisschen... Ja, die Zombies kommen nicht raus, mein selber kommt auch nicht raus, aber ich finde es so ein bisschen nervig. Auch wenn man nur die so... Man kann den Abstand nicht abschätzen, zack, tot. Nein. Was wollte ich machen? Wir haben keinen... Kann ich den benutzen? Und gut ist. Oh, wir haben ja ganz wenig Health. Mann, musste das jetzt sein? Bin ich so doof? Anscheinend. Also ich habe noch gesagt, ich brauche die nicht. Nehmen wir die beiden mit. Kann ich noch mehr? Ich meine, wir haben auch Selbstheilung und sowas. Unnötiger Start. Da hätte ich gerne, dass man halt einfach neu laden kann. Ich bin so ein... Gerade das hier, nicht? Man kriegt so einen Schwung, dass man von da nach da fällt. Es ist halt manchmal... Wow. Okay. Da hat man... Also ich finde, manchmal hat man einfach wenig Kontrolle darüber. Gerade wenn man nicht so der Haptik-Fan ist. Das hat mich schon bei GTA 5 so ein bisschen gestört, nicht? Wenn ich die Leiter in GTA 5 runterlaufen wollte, ich bin immer gestorben. Gerade die Kran-Mission oder sowas. Bis oben auf dem Kran, runtergefallen, tot. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. So, greif doch die Leiter, drück doch A. Nein, irgendwie so automatisches. Wir wollen clever sein, du musst nichts drücken. Wir gehen an die Leiter ran, aber haha, du fällst trotzdem runter, du Idiot. So fühlt sich das an. Ich finde, das ist halt kein gutes Design. Ist hier auch leider so, aber nicht ganz so schlimm. Also GTA 5 fand ich da wesentlich schlimmer. Das hat mich auf jeden Fall regelmäßig demotiviert, das Spiel zu spielen. Ich bin einfach mit seiner Steuerung nicht klargekommen. Auch dieses Tastengedrückt halten, das ist hier zum Glück nicht. Stellt euch mal 7 Days to Die vor, wie halte A 8 Sekunden gedrückt, wenn du den Container wirklich öffnen willst. Alter, wer das erfunden hat. Also ich weiß auch nicht, warum das an der Konsole so eine Sache ist. Es ist ja so oder so eine Scheiß... Oh, es ruckelt wieder. Ein scheiß Steuerelement, einfach x Sekunden eine Taste zu drücken, um die Taste auszulösen. Ich drück die Taste, dann löse sie aus. Das macht vielleicht Sinn, wenn es eine kritische Taste ist, wie wegschmeißen oder so, dass man das gedrückt halten muss. Aber ich will was aufnehmen. 3 Sekunden gedrückt halten. Du willst was machen? 3 Sekunden gedrückt halten. Ist mir irgendwie... Deswegen bin ich auch nicht mehr so der Konsolenfan gewesen. Das hat sich dann auf jeden Fall nach und nach bereinigt. Ich meine, früher hatten die das ja auch nicht. Die Spiele auf der PS1 oder so. Zumindest nicht in dem Umfang. Klar gab es da mal Press A und du musstest 2 Sekunden gedrückt halten oder sowas. Aber das war dann schon eine Seltenheit. Ich bin, wie gesagt, kein Fan davon, dass man ewig die Tasten gedrückt halten muss. Okay. Wir könnten natürlich hier was reinpacken. Warum habe ich jetzt meine eigene Pistole nicht bei? Doch, habe ich. Okay. Also, was brauchen wir auf jeden Fall nicht?
Essen und Trinken. Hä? Nochmal. Öffnen. Aufbewahren. Oh Mann, wirklich. Essen und Trinken ist gut zu haben. Die Karte brauchen wir nicht. Den Dietrich brauchen wir erstmal nicht. Da können wir noch Pfeile draußen machen. Das Zeug sammeln wir auf jeden Fall nicht. Die Sachen nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen, rein da. Ich würde eigentlich die Sachen sammeln gehen, nicht? Aber jetzt haben mich irgendwie die Zombies... Ist die geladen? Nein. Doch mehr angelockt. Gar nicht da sein dürfen. Weil die Seite hatte ich schon bereinigt. Ich habe keine Ahnung, wo der herkam. Und der dürfte gar nicht wissen, dass ich da bin, wenn er gleich rauskommt. Dann kriege ich einen Bonus, wenn ich ihn abschieße. Minuten noch gebrochen. Sind noch nicht ganz geheilt. Der braucht noch eine Weile. Ich denke mal, dieses kommt dann von hinten oder so. Okay, hilf mir mal. Geht schneller. Der dürfte da gar nicht durchkommen, ne? Aber kommt... Sag mal... Treffe ich vielleicht heute auch nochmal? Aua! Sag mal, spinnen sie? Boah, der wird ja immer schneller. Wie soll ich den so treffen? Ah, Bein ab. Oh, untot. Mein Gott. Ich hasse schnelle Zombies. Wer hat die nur erfunden? Ich dachte, das geht noch runter. Ich hätte auf Pistole wechseln sollen, nicht in so einem Fall. Okay, wir haben Hunger. Krass wäre, wenn dann da ein Hund rausspringen würde, irgendwann mal. Ach, das sind die... Das hier passiert auch irgendwas gerade. Hier auf jeden Fall rechts. Was ist das? Das klingt auf jeden Fall nicht normal. Wenn es durchbricht, müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, schnell weg. Oh.
Da hatten wir aber Glück. Mehr als ein Hund. Da ist noch einer. Ey. Der hat nicht mal einen Arm. Das klingt immer noch ungesund, was der da oben macht. Ist das eine verschlossene Kiste? Ja. Wow. Richtig gute Sachen drin, nicht? Oh yeah. Da können wir schon mal eher drüber reden. Ich glaube, das ist für die Horde-Nacht hier alles super wichtig. Jawohl. Was bist du denn? Du bist nur ein Zombie. Ich war nicht sicher, ob es tot war. Hier geht's raus. Okay. Umso besser. Das heißt, wir haben noch einen extra Exit. Hier gehen gut Eisen. Zum 50. 60. 70. Ich kann auf jeden Fall gut mitnehmen. Oh, den Hund können wir auch noch auseinandernehmen. Dann kriegen wir wenigstens ein Tierfett, dann können wir vielleicht eine Fackel langsam machen. Ah, und wir können. Wir hätten die Leichen auseinandernehmen können, draußen auf dem Wagen. Die haben auch Fett. Wenn nicht viel, aber sie haben's. Da greife ich doch gerne mal zur Pistole. Oh, noch eine. Bleib mal schön unten. Puh, ich glaube gut, dass wir die Pistole mitgenommen haben. Draußen ist jetzt voll, nicht? Kommen Sie rein. Können Sie reingucken. Da draußen ist richtig voll. Guten Tag. Oh. Sag mal. Wir verschenken nichts. Also die Ecke ist gleich voll mit Feuer. Sag mal. Sag mal. Ja, der Trefferquote liegt aber auch bei 0. Nein, sag mal, ich will den Pfeil da sammeln.
Zum Glück spiele ich keine Shooter. Guck mal, was ist denn der Rest? Das war alles. Ist ja. Das ist fast so einfach. Oh, noch ein Büchlein. Oh, wir sind schon wieder so voll. Kann ich mir noch ein Buch nehmen? Es sind nicht mehr 10 und wir haben so viel gesammelt. Er hat 300 Eisen. Gleich 400, die können wir denn zumindest schon mal einschmelzen fahren, schnell. Ja, das machen wir. So, 499, noch besser. Sonst hatten wir immer so 1000 am Ende des Tages, nicht? Und da drin liegt noch eine fette Waffenkiste. Ich hoffe nicht, dass ein Bär spawnt oder irgendwie sowas. Weil die Kiste ist schon verdächtig groß. Oh, noch ein Buch. Dahinter ist sie nämlich, Kiste. Also da ist eine große Kiste und dann haben wir hier 4 Dinger. Vielleicht... sollten wir uns hier den Ausgang machen, falls irgendwas passiert, spawnt. Oder aber der komplette Call resettet sich. Das kann natürlich auch passieren, das ist mir schon mal passiert. Da habe ich alles vorbereitet, hatte meine Holzdinger so gestellt, dass ich auch ausweichen konnte und dann wurde was aktiviert und alles war weg. Und war, na, du leidest mit mir, sehe ich genauso. So. Geh schon mal hin. Stand zwischen uns und den guten Herren. Vielleicht ist da ein Stab oder sowas drin. Das wäre echt hilfreich. Ich hab schon wieder Hunger. Zum Glück hat man noch Essen bei. Sag mal, die sind aber echt wild. Sag mal, Familienurlaub ist abgesagt. Niemand fährt in Urlaub. Mein Gott, hartnäckig. Wie viele Pfeile haben wir noch? 97. Okay, ich loote mal. Ja, 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 seht ihr? Ach du Scheiße. Genau sowas habe ich nämlich gedacht. Ohne mich. Nee, 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 erstmal zurück. Kriegst die Scheißerei. Alter, was ist das für einer? Komm mal auf mich zu. Und ich kann nicht so gut laufen, nicht? Weil ich dieses scheiß gebrochene Bein hab. Aufs Fahrrad. Ich hoffe, ich kann noch Fahrrad fahren. Es ist mir egal, ob ich Fahrrad fahren kann oder nicht. Und ob er dabei stirbt. Weg. Ich bin nicht ausgestattet für die.
Und nicht im richtigen Zustand. Ja, mecker nicht. Wir fahren ganz normal Rad. Ja, es bleibt immer auf 9 Minuten, nicht? Weil ich es halt belaste. Das ist scheiße. Aber ich kann nicht einfach 10 Minuten rumstehen. Und laufen ohne Rennen wäre genauso scheiße. Obwohl, wir könnten in Norden zu der Kiste laufen. Müsste man nicht hüpfen. Und Co. Und dann könnten wir ein bisschen, noch andere Sachen sammeln. Ja, ich glaube, das ist gut. Dann lassen wir das Rad hier. Wobei ich nicht 4 Minuten hin und zurück brauchen werde, nicht? Aufbewahren. Das können wir... Obwohl, das... Na gut, das muss ich ja dann mitnehmen. Das wäre ja doof, wenn ich es dann nicht dabei hätte. Die Wrench bräuchten wir zum Beispiel dann, glaube ich, nicht. Seht hier auch als Belastung nicht. Ach, so ein Scheiß. Das bisschen Hüpfen mit gebrochenem Bein, das kriegt man doch wohl hin. Ich habe extra den guten Verband genommen, weil ich dachte, oh, damit geht's besser. Nix da. Ich wünschte mir, man könnte Sachen vom Stacken einfach ausnehmen. Ja, klar kann ich so woanders hinpacken, aber ich meine, ich will ja manche Sachen einfach auch so minimal Stack behalten oder so. Können wir das noch benutzen? Das kann ich nicht verwenden. Das Gute ist, dann können wir hier nochmal 165 Pflastersteinblöcke machen, wenn wir schon da sind. Das ist eine Waffe. Das kommt hier hin. Oh, das kann noch weg. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Du kommst hier hin, du kommst dahin. Nee, das ist auch ein anderes Zeug. Warte mal, das kommt hier hinten hin, nicht? Nee, wo hatte ich denn die Farben? Ich hatte irgendwo eine Kiste mit Farben. Gut, dann kommt das jetzt hier hin. Das ist Gesundheit. Schatzkarte nehmen wir auch mit. Ich wollte die Wrench. Okay, Wrench ist eh weg. Wer weiß, wo die ist. Aber Patronen wollte ich noch mitnehmen. Zack. Oh, 7 Minuten. Ja, ja. Das hier meine ich. Dieser Übergang ist ein bisschen schlecht. Ah, das ist auch schon Belastung. Shit. Was ich manchmal gemacht habe, um das zu umgehen, einfach die Treppe reingebaut. Jetzt steht natürlich genau das Motorrad da und da renne ich doch in die Spikes. Ich kenne mich doch. Oh, nicht rennen. Dann können wir nachher auf jeden Fall besser hin. Okay, dann haben wir alles soweit. Ab zur Lootkiste. Das sollten wir aber schaffen. Oh, hier ist irgendwas reingelaufen. Ich habe nur nichts zum Reparieren dabei. Seht schon kommen, jetzt kommt ein Bär oder ein Wolf. In 6 Minuten langsam laufen. Nur weil ich Idiot runtergefallen bin. Kein Zombie. Kein niemand. Der einzige Idiot, der mich auf weiter Flur töten kann, bin ich selber. Lustig wäre auch, wenn dieser verstrahlte Zombie jetzt bis zu uns läuft. Weil er einfach nicht loslassen kann. Wie dieser Polizisten-Zombie. Oh Mann.
Na, Hasen brauche ich nicht. Hasen finde ich nur am ersten und zweiten Tag des Spiels irgendwie interessant. Und selbst dann suche ich lieber ein paar Minuten länger ein Hühnchen, nicht? Was mir Federn gibt. Da habe ich viel, viel mehr von. Weil hier sind nur Hühnchen. Nur Hühnchen. Hier sind nur Kaninchen. Oh! Jawohl. Ein Dings drin. Haben wir eigentlich irgendwas, was wir noch verlernen können? Oh, wir haben 3 Punkte. Oh, wartet mal. Was wollte ich denn da machen? Den fortgeschrittenen Ingenieur wollten wir einmal nehmen, nicht? Dann guter Stoffwechsel. Brauche ich eigentlich nicht. Besser wäre das hier. Und Heilfaktor habe ich schon. Der Jägersmann. Brauchen wir mehr von Tieren? Vom Landleben? Schmerztoleranz? Ah, semi-wichtig, oder? Das hier unten ist schon. Packesel. Das ist auch. Der Fährtenleser, der wäre vielleicht noch interessant. Da müssen wir aber auch da mehr raufgehen. Der glückliche Sammler, der Schatzsucher. Das fehlt mir hier. Das ist das Problem. Mann. So. Aus dem Schatten, Bogenschießen, wollten wir auch noch. Oh, ist weg. Oh. Nicht laufen. Nicht rennen, laufen. Wir sind schon bei 4 Minuten. Nicht, dass es wieder auf 9 Minuten hochgeht. Jetzt ist man so, gerade dieser Teil vom Spiel, der richtig gut ist. Abgesehen von den Bedienungsfehlern und den Slowdowns von den FPS und solchen Geschichten, hat man immer was zu tun, nicht? Man kann nachts graben, man kann nachts bauen. Geht sicher alles auch ein bisschen schneller, wenn man erfahrener ist, dass man nicht 2 Hordenächte dafür braucht, oder ich sogar 20 Tage, sondern dass man das auch in 5 Tagen hinkriegt. Aber ich hatte zum Beispiel immer das Problem, Plastik zu finden, nicht? Wenn man da genau weiß, die 5 Kisten muss ich sammeln, dann habe ich 100 Plastik, kann mir einen Tausammler machen. Da kriege ich 4 Bücher, da ist garantiert das Rezept für das und das drin. Dann ist das eine andere Sache. Oder man macht halt die Händleraufgaben die ganze Zeit. Die lasse ich ja nun komplett außen vor. Oh, das hatten wir schon mal angelootet. Weil ich halt echt gar kein Fan von dem bin irgendwie. Ja, bitte? Danke. Und wir müssen gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Honig oder so mal wieder kriegen. Ich habe echt viel Honig verballert. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man so schräg läuft, läuft man schneller. Ist das so? Oder ist das nur eine Gefühlssache? Ich habe das Gefühl, so. Könnt ihr mal laufen. 1, 2, 3, 4, 5. So. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist eine Gefühlssache, nicht? Oh, nicht rennen. Nicht rennen. Das wär's ja jetzt. 1 Sekunde, gerannt, kaputt. Krack. Oh, ihr wollt natürlich noch den Loot sehen, aber... Ich bin so gemein, ich bin so gemein. Cliffhanger für die nächste Folge. Bis gleich.